Ein Mensch zu sein ist schwer, denn keiner sagt uns, wie es geht. Und diejenigen, die es doch versuchen, sind oftmals genauso verloren wie wir selbst. Oder schlimmer noch, sie sehen nur ihr eigenes Verständnis von Glück und Erfüllung und erwarten dann, dass du damit genauso klarkommst wie sie. Fangen wir doch mal morgens an. Wann sollte ich aufstehen? Wie wichtig ist es, dass ich mein Bett mache? Sind Morgenroutinen nun sinnvoll oder nicht? Ab in die Küche. Was frühstückt man als funktionierender Mensch eigentlich? Oder ist Frühstücken überhaupt wichtig? Kann mir endlich mal jemand abschließend sagen, ob Kaffee nun gut oder schlecht für mich ist? Auf in die große Welt, aber wie werde ich eigentlich zu einem nützlichen Mitglied der Gesellschaft? Muss ich das überhaupt sein? Was macht einen guten Menschen aus? Ein Mensch zu sein ist schwer. Deshalb schaue ich auch etwas neidisch auf diejenigen, die einfach in den Tag hineinleben. Das Leben wirft ihnen etwas zu und sie schauen dann, was passiert. Keine Fragen nach dem Sinn des Lebens oder nach den eigenen Potenzialen und Schwächen. Sie lassen sich einfach treiben oder haben schon vor Jahren einen Weg eingeschlagen, der sich so klar vor ihnen abzeichnet, dass er ein Teil ihrer Identität geworden ist. Ihre Familie, ihre Karriere, ihr Lebenstraum sind Anleitungen, um dadurch auch zu verstehen, was sie als Mensch ausmacht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die deutlich verringerte Chance, von einem Raubtier gefressen zu werden oder an einem Papierschnitt zu sterben, dafür sorgt, dass unsere Leben heute einfacher sind als früher. Wenn überhaupt, dann ist die Abwesenheit vieler Urprobleme für die meisten von uns ein Grund, völlig ziellos durch die Welt zu irren. Das macht es für diejenigen mit einem klaren Plan oder Ziel ja auch so viel leichter, das Gedankenkarussell anzuhalten. Sei doch einfach du selbst, ist ein total beliebter Ratschlag. Aber was zur Hölle heißt das denn? Und was ist, wenn mein Selbst nicht beliebt, erfolgreich oder zufrieden ist? Ein Mensch zu sein ist schwer. Ich weiß beim besten Willen nicht, ob die Aussage viel Zustimmung findet oder wenig. Ganz ehrlich, einerseits sehe ich jeden Tag überall Menschen, die hart mit sich kämpfen, weil sie eben noch nicht genau verstehen, wer sie sind und wie die Welt funktioniert. Gleichzeitig gibt es für diejenigen, die es wagen, das Leben nicht als ein ach so tolles Geschenk wahrzunehmen, Häme und Spott. Dass die meisten von uns heute so viele Freiheiten haben, aber keiner ernsthaft erklären kann, was wir damit machen sollen, heißt auch, dass einige von uns ewig suchend bleiben. Und auch wenn ich nicht weiß, wie die Mehrheit über das Menschsein denkt, weiß ich mit absoluter Sicherheit, dass es Personen gibt, die dieses Video schauen, weil es ihnen ähnlich geht wie mir. Sie wuppen diese kleine Sache namens Leben und Menschsein nicht einfach so. Wenn du heute nicht damit klarkommst, wer du sein willst, was du hast oder wo du bist, dann ist das okay. Geht mir auch so. Es geht vielen so. Lade dir bei all den kreisenden Gedanken nicht noch das Gefühl auf, allein zu sein. Das mit dem Menschsein und wie das richtig geht, beschäftigt Philosophen schon seit Jahrtausenden. Und irgendwas sagt mir, dass es Menschen auch noch eine Weile so gehen wird. Denn wenn sich bisher eines aus der Geschichte ergeben hat, dann, dass ein Mensch zu sein schwer ist.